Eure Lanzenreiter bringen euch die Knochen eines lange verschollenen Zaren, die sie bei einer Patrouille durch den Oblast entdeckten. Sie kommen in einen Reliquienkasten als heilige Relikte eines uralten Krieges zur Verteidigung der weiten Grenzen Kislevs. Inspiriert von dem Beweis, dass auch ihre Herrscher alles für das Mutterland opfern, fassen eure Legionen Mut plus 10 Führerschaft in eigenem Territorium. Hui, jui, jui. Ich gehe mal auf Vorhersageergebnis wählen. Und ja, 75% sagen, nein, wir verlieren das. Selbstverständlich, ich hätte es auch gemacht. Ich wäre wahrscheinlich sogar all-in gegangen. Werden wir diese Schlacht gewinnen? Warte, ich muss ganz kurz gucken. Ich muss nochmal zurückgehen. Muss erstmal ganz kurz gucken, wer hat denn auf mich gesetzt? Wer hat an mich geglaubt? Baladrin und Deathstrike. Bala auch. Krass. Krass. Und Dan hat sogar 1000 gegen mich gewettet. Aber Dan, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte sogar mehr gegen mich gewettet. Ergebnis wählen. Werden wir diese Schlacht gewinnen? Ja. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Unfassbar spannend. Also das ist wirklich mal was, was man so nicht kennt. Wir müssen nicht ausfallen. Ich will nur mal gucken, was er macht, wenn wir ausfallen. Er haut ab. Also, der Metcalf auf Irbis kann gerne mal nach vorne rennen. Ganz nah an Malekith ran. Und die Mutti kümmert sich mal hier um die Froststraße, oder? Wir haben hier plündernde Dunkelelfen. Dann soll sie das mal hier verstärken. Dann passt das schon. Oh mein Gott, was war das für eine Schlacht? Wirklich, also das habe ich noch nie erlebt. Nicht mal ansatzweise. Sieling sagt frei nach dem Motto, wer vorher sagt, dass man verliert, hat schon verloren. Ja, das sind solche Momente, wo man wirklich sich nochmal an die eigene Nase fassen muss und sich überlegen sollte, ob man nicht manchmal ein bisschen zu voreilig ist. Dass man nicht manchmal sagt, hey, ich kann es vielleicht doch schaffen. Ich muss nur an mich glauben. Absoluter Wahnsinn. Sag ich doch, nicht mit der Einstellung. Trotz der Einstellung haben wir es geschafft. Aber geglaubt habe ich es nicht. Ich doch auch nicht, denn. Ich doch auch nicht. Also, das war schon besonders spannend. Alithana läuft bei uns rum, er mag uns aber so halbwegs. Nicht hundertprozentig, aber minus 3 ist in Ordnung. Der sollte uns nicht in den Rücken fallen. Wir sind auch die nächsten Armeen. Die könnten gemeinschaftlich auf der Metke gehen, das sollte aber passen. Boah, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war unglaublich. Das war wirklich unfassbar anzusehen. Vor allem, weil ich sowas... Ich habe jetzt schon einige Stunden in Warhammer. Und ja, andere auch, die jetzt auch gesagt haben, das haben sie noch nie gesehen. Und dann... Wirklich mal was ganz Neues zu sehen, das ist wirklich spannend, das ist wirklich cool. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir hier irgendwo eine Garnison ausbauen können, bei den Schwefelinseln. Noch nicht, weil das muss erstmal auf die Stufe 3 gebracht werden. Und Graufitzkap kann auf Stufe 3, das machen wir. Sehr schön. Und dann gehen wir eine Runde weiter. Wir beenden die Runde. Dan sagt, nachdem Alif das eben gesehen hat, hat er keinen Bock auf Kampf. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Guck mal, hier ist ein Kari unterwegs, ihr Lieben. Also klar, dass ein Kari hier unterwegs ist, aber immer noch hier unterwegs. Hat sich quasi nicht von der Stelle bewegt. Geglaubt habe ich es nicht. Ich glaube, wir haben es alle nicht geglaubt. Jetzt gibt's den Doppelangriff auf der Metke, was ich eben schon befürchtet hatte. Aber das gewinnen wir. Wir würden einmal Spinnen verlieren, das ist nicht schlimm. Fledermäuse ist auch nicht schlimm.
Dann haben wir hier mal ein bisschen Puffer, um noch ein paar weitere Spinnen reinzuholen. Nach diesen Kämpfen brauchen wir das jetzt diesmal wirklich nicht spielen. Holen uns die hier die Verstärkung. Und das ist wieder ein Move des Feindes gewesen, den ich nicht verstanden habe. Warum hat der Feind das jetzt gemacht? Alle? Naja, Death Strike, sage ich nur. Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Es ist echt großartig. Es ist echt großartig. Kommt rein, folgt rein und ist das Orakel des Jahrhunderts. Wir wollen es nicht übertreiben, des Jahrzehnts. Feind im Kampf getötet, Feind im Kampf getötet, Feind im Kampf getötet. Alles wunderbar. Und schauen wir uns kurz die Lage an. Alithanat steht immer noch bei uns. Dametke auf Irbis. Holt sich mal den Tempel des Kain. Holt sich mal den Tempel des Kain. Auf geht's, ab geht's. Das ist ein entscheidender Sieg. Da gehen wir rein, das besetzen wir. Und dann können wir nämlich hier bei dir, mein Lieber, der Metke, in die globale Rekrutierung gehen und uns ein paar Spinnies holen. Also, wir vergleichen die mal ganz kurz hier mit dem Unheil aus den Wäldern. Unheil aus den Wäldern sind nur 15 Einheiten, haben aber insgesamt ein bisschen mehr Leben. Haben deutlich weniger Rüstung, bisschen mehr Führerschaft, weniger Geschwindigkeit, bisschen mehr Nahkampfangriff, deutlich weniger Abwehr, deutlich mehr Waffenstärke und besonders stark gegen Infanterie. Wir haben auch den höheren Angriffsbonus. Wir bleiben bei den Riesenspinnen. Warum? Weil die länger aushalten. Holen die aber nur drei Stück, weil ich will jetzt nicht Ewigkeiten warten. Holen noch einmal Korsare dazu und dann passt das. Dametke auf Irbis, du bekommst noch ein Level ab. Haben wir was für die Spinnen vielleicht? Haben wir hier noch einen Bonus auf Spinnen? Ich schätze mal nicht. Weil das ja keine Standardkreaturen sind. Nee. Keine Spinnenboni. Dann wirst du dich selber mal ein bisschen buffen, damit du auch länger durchhältst. Hast sowieso fast die Unsterblichkeit erreicht. Nee, wir wollten mit dir auf den Blitzschlag. Komm, habe ich schon wieder vergessen. Weniger Rekrutierungskosten. Ich breche das nochmal ab. Denn jetzt sind die günstiger. Sehr schön. Mutter Ostankia. Du könntest Grond einfach mal belagern. Dann müssen wir ausfallen. Oder du holst dir die große Arena. Würdest die Froschstraße dann aber offen lassen. Wir holen uns Wachstum. Und belagern Grond. Feischer Giftklinge ist drin. Mit einer 20er Armee. Das belagern wir nur. Wir wollen, dass sie ausfällt. Ja, einen Rambock brauchen wir nicht. Wir haben Monster, die das übernehmen. Wir belagern einfach nur. Sehr schön. Und schau noch mal kurz in die Hexenhütte rein. Also, was wir natürlich brauchen, ist wieder der Elementarbär. Glutschrecken, Flammenattacken, Waffengrundschaden, Flammenresistenz. Hört sich schön an. Nehmen wir mal mit. Und Bollwerk des Bärs. Gerade für so eine Spinne wäre das natürlich witzig. Nehmen wir auch mal mit. Und sind jetzt ganz nah dran. 23 noch entfernt vom verhexten Land. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Kann auch natürlich mal sein, dass ich meine Runde vergesse, das einzusetzen, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schrecklich. Okay. Haben 8000 Einkommen gerade. Ja, ich glaube, die nächste Armee
wird spätestens beim nächsten Stream dazu kommen. Und das kann dann auch eine Elite-Armee werden, mehr oder weniger. Was natürlich interessant wäre, wäre, wenn wir bis dahin schon bei Kislev wären. Nur es dauert noch ein paar Runden leider. Und der Kampf gegen Malekith wird auch noch ein längerer werden. Jedenfalls gegen die Dunkelelfen allgemein. Malekith können wir relativ schnell zurückschlagen. Aber da ist natürlich noch die alte. Der alte Helleborn. Und die wird noch ein bisschen Probleme machen. Aber Malekith haben wir erstmal gut zurückgeschlagen. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Diplomatie rein, was wir so machen können. Niemand will mit uns handeln, aber Itza ist schon näher dran am Handelsabkommen. Ich frage mich mal ganz kurz durch, was er haben möchte dafür. Gar nichts. Unser Reichtum reicht nicht aus. Ja, dann nicht. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie denn hier die Lage ist mit dem Jadedrachen und Hexoatl. Naja, ist tatsächlich so eine Art Stellungskampf. Die kommen beide nicht voran. Wir wissen nicht, wer gewinnen wird. Und deswegen werden wir uns noch nicht positionieren in dem Kampf. Stärkerang 52, er Stärkerang 18. Und hat natürlich einen Verbündeten und hat nur ihn als Feind. Während er natürlich auch den Verbündeten mit als Feind hat. Der wiederum... Den sehen wir noch nicht, doch. Der wiederum nur einen weiteren Feind hat, also sich auch sehr stark auf den Kampf konzentrieren kann. Ich denke mal, auf lange Sicht wird Hexoatl den kürzeren ziehen. Aber das kann man noch nicht sagen. Das kann hier auch ein ewiger Stellungskrieg bleiben. Bei einer ähnlichen Stärke gegenseitig. Deswegen positionieren wir uns einfach noch nicht. Und gucken, dass wir mit beiden relativ neutral bleiben, damit wir uns dann irgendwann positionieren können. So sollten wir das machen. Und dann gehen wir eine Runde weiter. Dann schau ich nochmal ganz kurz in den Chat rein. Deathstrike sagt, tja, Name ist Programm, würde ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Deathstrike denkt und glaubt nicht an Wahrscheinlichkeiten, sagt Dan. Absolut. Lycosa ist nicht so überzeugt von den Spinnen. Sei froh, dass du unsere Just-Chatting-Runde nicht mitbekommen hast, Lycosa. Da haben wir sehr viel über Spinnen geredet. Ich mag einen Mix aus Spinnen und den Unheilen. Ich spiele eigentlich meist zwei Spinnen und ein Unheil-Dings da, sagt Deathstrike. Ja, finde ich auch gar nicht so verkehrt, den Mix. Verstehe ich nicht. Die KI soll doch verbessert worden sein. Warum geht's... Naja, okay, sie geht hier raus, weil sie sich nicht tot belagern lassen will. Aber sie kann ja von irgendwo noch eine Armee dazuziehen. Verstehe ich nicht, warum sie das gemacht hat. Naja. Dann haut Coldblue nochmal ein Partyhütchen auf sein Haupt drauf. Sehr schön. Lols Norris ist am Start. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Lols Norris. Wie geht es euch so, fragt er. Mir geht es sehr, sehr gut. Schön, dass du da bist. Ein bisschen müde ist er und ein bisschen betrunken. Ich glaube, das ist nachts, Samstagnachts um 0.45 Uhr absolut in Ordnung. Sowohl müde sein, als auch ein bisschen betrunken sein. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Wenn du jetzt noch auf den Follow-Button drückst, dann bin ich der glücklichste Mensch in ganz Nagaroth. Ist aber auch nicht ganz so schwer, weil da sind nur ganz verbitterte Dunkelelfen. Und ein paar Gruftkönige, die können sich gar nicht freuen. Die Echsenmenschen erscheinen, Geist des Dschungels, ein Rascheln aus den Tiefen des Dschungels wird lauter. Die Echsenmenschen sind aufgetaucht, getrieben von einer unbekannten Kraft, stellen sie eine nicht zu unterschätzende Bedrohung dar. Bleibt gegenüber diesen kaltblütigen Feinden wachsam, denn ihre Beweggründe sind unbegreiflich. Ist kein Problem, wenn man es ganz gut dargestellt mit den Echsenmenschen, das ist in Ordnung. Lois Norris, du folgst ja auch schon Ewigkeiten, sehe ich gerade. Aber du hast noch nie in den Chat reingeschrieben. Deswegen, ich habe eben gedacht, irgendwie kommt mir dein Name bekannt vor. Aber das war deine erste Nachricht hier. Wie cool. Wie cool. Schön, dass du schon so lange folgst.
Du folgst schon lange, schaust aber jetzt das erste Mal rein, gefühlt das erste Mal, das ist noch schöner. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und schön, dass du uns auch folgst schon so lange. Das ist richtig cool. Ich danke dir. Ich danke dir für den nagenden Zweifel, den ich jetzt bei mir reinmachen muss, weil ich dachte, dass du noch nicht dabei bist. Und jetzt kann die liebe Mutti aus Tankia, der Bernsteinspeer, den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Weil wir hier auch die Folklore haben. Kommt nicht ganz auf selbe hinaus, aber es ist für mich in Ordnung, dass wir nur einen Geschosszauber haben. Dann könnten wir endlich mal auf die Armeefähigkeiten gehen. Inspirierende Gegenwart gefällt mir sehr gut. Dann Patriarch Kyla. Du bekommst nochmal Wahrsagen. Ulrika Magdova. Du bringst die Schattengrube auf Stufe 3. Gehst auf die Erdung, damit wir ihn auch overcasten können. Und Mutters Tankia geht hier runter. Denn da will der Feind noch ein bisschen weiter rekrutieren. Sehr schön. Und jetzt müsst ihr mir mal ganz kurz helfen. Ist das hier nicht... Ist das nicht eigentlich die Fraktion von Nakai, dem Wanderer? Oder bin ich gerade richtig blöd? Weil die Fraktion ist ja ganz neu aufgetaucht gerade. Aber ist das nicht Nakai, der Wanderer eigentlich? Das Symbol sieht hundertprozentig so aus, oder nicht? Kann auch sein, dass ich mich gerade komplett vertue. Ja, das ist er. Der ist jetzt aufgetaucht. Alles klar. Viel Spaß, Nakai. Tu hier gerne, was du willst. Ich habe keine Lust, mit dir im Kampf zu sein. Ich wollte gerade sagen, Geist des Dschungels und dieses Zeichen, das ist doch Nakai. Komm, wir machen mal einen Nicht-Angriffspakt. Ich zahle dir auch 291 dafür. Weil so eine Horde kann manchmal echt wehtun, wenn man mit denen im Krieg ist. Weil man sich nicht so gut auf sie einstellen kann, wie auf eine Fraktion, die halt wirklich eine feste Armee hat. Hier hinten wird rekrutiert, da muss der Metke auf jeden Fall Gas geben gleich. Das wird aber hinbekommen. Tempel des Kain wird ausgebaut. Und wir bauen... Eine Garnison brauchen wir hier nicht, glaube ich. Ein einkommensbringendes Gebäude rein. Sehr, sehr schön. Mutters Tankia ist am Start. Das ist am Start. Die große Arena. Das ist das, was wir hier geholt haben. Bringen wir auch mal ein bisschen Wachstum, ein bisschen Kontrolle rein. Kontrolle ist gerade im positiven Bereich, liegt aber daran, dass Mutters Tankia da ist. Die ist ja nicht immer da. Haganeth! Die Hauptstadt von Hellebronn. Sehr schön. Haben wir auch bald. Wir brauchen noch ein paar Flüche und ein paar Segen. Und die holen wir uns. So gut es geht. Und dann sind wir bald in der Lage, uns in magische Wälder zu teleportieren. Das ist richtig schön. Das ist richtig, richtig cool. Deathstrike sagt, so, ich bin aber erstmal raus für heute, wünsche euch noch einen schönen Stream und einen schönen Morgen, bis die Tage. Deathstrike, schön, dass du da warst, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Du hast hier natürlich jetzt einen ganz legendären Status, den du aufrechterhalten kannst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, schön, dass du da warst, wirklich ganz, ganz liebe Grüße an dich und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, du Meisterstratege, sagt auch denn. Malekith will Frieden, was bist du denn für einer? Die Mutti steht zu ihrem Wort. Hast du meine Mutti gesehen, die nicht zu ihrem Wort steht? Aber den Wort Mutti nicht verdient. Oder den Begriff. Oder den Titel. Ich würde ja schon fast sagen, dass Mutti oder Muttersein auch eine Art Titel ist. Als ob wir jetzt den Frieden annehmen. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Das machen wir nicht. Laura entdeckt Alith Anna, der hat echt Bock hier bei uns rumzuschleichen. Soll er machen. Er kämpft hier gegen Kateb, das gefällt mir weniger gut.
Aber unterm Strich. Ist es mir auch egal. Solange wir mit beiden neutral stehen, sollen sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ist mir vollkommen egal. Patriarch Kyla wird ein Meisterwahrsager. Und Mutter Ostankia geht Richtung Harganeth. Und dann holen wir uns die Hauptstadt von Helleporn. Sehr schön. Dann haben wir hier der Madge auf Ilbis. Und hier ist die Grenze. Dann gehen wir mal an die Grenze, können noch ein bisschen heilen. Und dann gucken wir mal in die Folterschlucht rein. Tempel des Kain, können wir das einkommensbringende Gebäude nochmal upgraden. In Nagarond hier das Handelsgebäude. Gehen nochmal ganz kurz durch, weil wir haben sehr viel Geld. Solange wir noch nicht die dritte Armee haben, können wir unsere Infrastruktur weiter ausbauen, damit wir noch mehr Geld scheffeln. Und dass dann auch alles gut läuft, selbst wenn dann die dritte Armee da ist. Wald von Arnheim brauchen wir hier eine Garnison. Solange die Piraten da sind, könnte man sich's überlegen tatsächlich. Komm, wir haben ja das Geld. Nehmen wir es mal mit. Arnheim. 15.000 kostet das Upgrade, dann sparen wir mal darauf. Sehr gut. Das sieht gut aus. Dann holen wir uns hier nochmal ein paar richtig schöne Fähigkeiten. Geländer fahren, meinetwegen. Holen wir uns auch nochmal mit. Und jetzt haben wir das verhexte Land in der Theorie freigeschaltet. In der Praxis können wir es noch nicht öffnen. Eventuell wird sich hier gleich eine Aufgabenschlacht ergeben, die das öffnet. Weil uns wird noch nicht, wird auch nicht angezeigt, was uns hier verfehlt. Ich denke mal, es wird eine Aufgabenschlacht sein. Wir beenden die Runde und schauen uns das an, was uns vorgeschlagen wird. Code Blue geht auch Richtung Bett. Gute Nacht, ihr Lieben. Code Blue, vielen Dank nochmal fürs Vorbeischauen. Vielen Dank nochmal für deine 5 verschenkten Abos. Super, super lieb von dir. Schlaf schön, träume schön. Und ich hoffe, du hörst dir meine Sprache hier an, während du einschläfst. Damit du morgen wieder alles vergessen hast und dir es nochmal anhören musst. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Gute Nacht, mein Lieber. Gute, gute Nacht. Ich würde ja jetzt sagen, dass wir auch nicht mehr so lange machen. Aber wir machen auch, glaube ich, nicht mehr so lange. Wir müssen ja halbwegs vernünftig bleiben. Aber Malekith hätte ich gern noch getötet heute. Den hätte ich gern noch rausgeholt. Das wäre eigentlich ein schöner Abschluss, wenn wir Malekith nochmal unter die Erde bringen. Ich meine, seine Mutter haben wir getötet. Und ihn sollten wir auch noch mit wegnehmen. Und schaut euch mal an, wie groß wir geworden sind. Schaut euch mal an, wie groß unser Land ist. In Runde 63. Könnte noch größer sein, wenn wir die dritte Armee hätten, aber ich finde es eigentlich gerade sehr komfortabel, weil die beiden Armeen auch gut funktionieren. Und wir mit den beiden Armeen auch gut unterwegs sind. Wir bekommen wirklich eine Aufgabe. Und dann können wir das freischalten. Gewinnt die folgende Schlacht mit der Armee von Mutter Ostankia, verhextes Land.